Ich bin der Tobi, mein muslimischer Name ist Taib und ihr dürft mich nennen, wie ihr wollt. Weltweit konvertieren immer mehr, vor allem junge Menschen, zum Islam, obwohl gleichzeitig auch das Misstrauen gegenüber der Religion wächst. Tobi ist 25 Jahre alt und hat sich entschlossen, Muslime zu werden. Also es ist schon ein bisschen schwierig, weil ich zum Beispiel abends warten muss, bis meine Eltern schlafen, um beten zu können, oder halt morgens auch bevor meine Eltern aufstehen muss, um beten. Die 17-jährige Studentin Larissa ist gerade vor 3 Wochen konvertiert. Ihr Name ist von der Redaktion geändert worden. Sie will anonym bleiben, da ihre Familie von ihrer Entscheidung noch nichts weiß. Die Angst war einfach immer total da, weil meine Großeltern sehr religiös sind, weil meine Eltern natürlich auch bestimmte Erwartungen von mir haben. Das Leben von beiden war geprägt von Unausgeglichenheit. Tobi sagt über seine Vergangenheit. Also ich war wirklich schon sehr kriminell. Ich war auch einmal im Knast. Larissa lebte eine Zeit komplett atheistisch. Auf der Suche nach etwas, an das sie sich halten konnte, fing sie wieder an zu glauben. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, an was für einen Gott ich glaube. Ich wusste, dass es nicht unbedingt der katholisch-christliche Gott, an den ich jetzt glauben möchte. Doch der erste Kontakt mit dem Islam kam erst später. Warum für Tobi dieser Glaube am naheliegendsten war? Ich hänge eigentlich, seit ich auf der Welt bin, nur mit Muslimen ab. Und du bist halt dann einfach schon mit in diesem Glauben drin. Du kriegst es halt immer mit. Na, die reden von Bayram, die reden von Ramadan, die reden vom Fasten. Tobi begleitet einen Freund zum Beten in die Moschee und erlebt seinen prägenden Moment. Als ich dann unten auf den Knien war und mein Kopf sich gesenkt hat, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Also wirklich, das war so ein einmaliges Gefühl, sag ich mal. Auch Larissa erinnert sich an ihren Moment. Eines Abends saß ich halt dann alleine so im Bett und hatte echt eine Stunde lang so eine verschlossene Brust. Und ich hatte einen Koran in meinem Regal stehen, den ich halt dann eigentlich wie automatisch aufgemacht habe, ohne groß über nachzudenken. Und das Erste, was mir einfach ins Auge gefallen ist, war halt, und wenn Allah die recht leiten möchte, die mit der verschlossenen Brust recht leiten möchte, dann wird er das tun, und wenn nicht, dann nicht. Nun ist sie eine Muslima, jedoch noch sehr inoffiziell. Die Nachricht bei ihren Eltern anzusprechen, hat sie bereits versucht. Darauf haben sie nicht allzu positiv reagiert, aber ich bin mir sicher, falls ich es ihnen sage, wird es ein bisschen Stress geben, aber nicht so, dass ich rausgeworfen werden würde oder ich dann nicht mehr ihre Tochter wäre oder sowas in der Art. Muslim im Herzen, Muslim auf dem Papier. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, dass ich um einiges mehr lache, seitdem ich konvertiert bin. Also Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich halt kein Schweinefleisch mehr esse oder mein Fleisch nur vom Türken hole oder halt auf jeden Fall kein Alkohol mehr trinke, sowas in der Art. Auch Tobi, der seinen Glauben sehr aktiv praktiziert, fühlt sich heute ausgeglichen, stabil. Man teilt sich den Tag ganz anders ein. Man weiß, mit seiner Zeit umzugehen, man weiß, seine Zeit zu schätzen. Was ihn immer wieder besonders bewegt. Durch dieses Koranlesen, durch diese Najd, diese Musik hören und so, ich bin viel ruhiger geworden. Motion, alles in Bewegung.